So, wunderschönen guten Nachmittag. Heute treffen wir uns hier, die 3IB. Wir sind hier auf 220, gell, und schauen uns die nächste Übung an. Die nächste Übung ist immer zum Thema Redundanz. Und zwar wollen wir heute keine Fehlererkennung machen, sondern eine Fehlerkorrektur. Und zwar eine Fehlerkorrektur, die noch sehr elementar ist, eine Fehlerkorrektur, die auch so praktisch nicht implementiert wird. Und zwar ist das diese 2 aus 3 Kodierung. Bei der 2 aus 3 Kodierung wird also jedes Datum, egal ob bitweise oder byteweise, gell, oder auch blockweise, verdreifacht. Gell, also jede Information wird dreimal dargestellt. Und diese Darstellung der Information, die wird dann übertragen. Gell? Also wird dreimal so viel übertragen. Die Daten werden also aufgeblasen. Und das Ganze wird dann ja sehr groß und deshalb wird es auch nicht eingesetzt. Aber wir wollen das mal ausprobieren und programmieren und haben dann eben die erste Möglichkeit, das auch zu sehen, dass also auch Fehlerkorrektur funktioniert. Wie gehen wir da vor? Wir machen wieder 3 Programme. Also einen Generator von Daten. Das kann der gleiche sein wie bei der Übung zur Parität, gell? Also können wir den einfach wiederverwenden. Und Wiederverwendung ist etwas Wichtiges in der Softwareentwicklung. Dann den Fehlerteufel, der zufällig ein paar Daten verändert, gell? Nicht zu viel. Den können wir auch wiederverwenden, gell? Also braucht man nur 2 Dinge neu machen, die Kodierung und die Dekodierung. Und zwar müssen wir jetzt anschauen, wie funktioniert die Kodierung. Bei der Kodierung gehen wir alle Daten verdreifachen. Also wenn wir eine 0 darstellen, und die haben wir nicht als Bit dargestellt, sondern als Byte, damit wir es dann auch sehen können mit einem Editor, aus einer 0 werden 3 Nullen. Also die Daten werden immer verdreifacht. Aus einer 1 werden 3 Einsen. Also aus 0 wird 0, 0, 0 und aus 1 wird 1, 1, 1. Okay, schön. Das ist die Kodierung. Und dann folgt die Dekodierung. Und bei der Dekodierung geht man jetzt folgendermaßen vor. Man nimmt dann immer 3 Zeichen in unserem Fall, gell? Und haben wir 3 gleiche Zeichen, haben wir 0, 0, 0 oder 1, 1, 1, dann ist das eine feine Sache, weil 0, 0, 0 oder 1, 1, 1 bedeutet, dass wir keine Änderung der Daten erfahren haben, dass also kein Fehler vorhanden ist. Und wenn kein Fehler vorhanden ist, dann ist die Entscheidung einfach. Gell? Also aus 0, 0, 0 wird 0 und aus 1, 1, 1 wird 1. So, schön. Weniger schön sind aber die anderen Fälle. Die Fälle, in denen die 3 Zeichen nicht gleich sind. Weil wenn die 3 Zeichen nicht gleich sind, dann ist ein Fehler aufgetreten. Aber wo liegt der Fehler? Das ist die Frage. Und die Entscheidung ist das folgende. Man schaut, welche der 3 Zeichen doppelt vorkommt. Gell? Weil bei 3, wenn wir 0 und 1 haben, haben wir dann nur die Möglichkeit, dass wir entweder 2 Nullen und eine 1 haben oder 2 Einsen und eine 0. Und der Unterschied liegt nur in der Reihenfolge. Gell? Also das sind die Kombinationen, die wir haben können. Also 001, 010, 011, 1100, 101 oder 110. Und auf was wird jetzt abgebildet? Das, was doppelt vorkommt, gewinnt. Gell? Also wenn wir 001 haben, es wird auf 0 abgebildet. Die Frage ist, warum? Gell? Also es ist viel wahrscheinlicher, dass wir bei einer Übertragung von 3 Bits oder 3 Bytes oder 3 Wörter, weil die wir also irgendwo verdreifacht haben, und wenn wir dann die Kontrolle machen, dann ist viel wahrscheinlicher, dass jenes gewinnt oder der Ursprung war, was doppelt vorkommt. Gell? Also wenn wir hier eine 1 haben und 2 Nullen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass eben die 1 der Fehler ist und nicht die 2 Nuller. Gell? Das ist eben der Fall. Und ja, das ist ja die Dekodierung. Gell? Also da geht man schauen, wie sind die dann da, gell? Wie schaut das aus, und aus 3 wird dann wieder 1. Gell? Ja, das wollen wir wieder machen. Generator, Kodierung, Kodierung, also Verdreifachung in dem Fall der Daten, Fehler streuen, und dann wollen wir die Fehler
dann eben überprüfen eventuell, gell, und dann korrigieren. Das ist die Dekodierung, gell. Also es wird nach der 2 aus 3 dekodiert, gell. Okay, ja, das wollen wir wieder machen als Programm. Und das ist dann die erste Fehlerkorrektur, gell. Ja, viel Spaß.